Dank. Dann kommt jetzt die Fraktion Die Linke dran mit Frau Dr. Hiller. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich schließe an. Eine Bewerbung und Ausrichtung für Olympische Spiele birgt viele wirtschaftliche Risiken in großer Höhe. Das wissen Sie nun also schon seit 2007. Wie wollen Sie angesichts dessen Argumente finden, die eine Bewerbung Berlins auch vor der Bevölkerung rechtfertigen würden? Herr Senator Enkel. Sehr meine Damen und Herren, Frau Kollegin Hiller, die Elemente, um die es gehen wird bei einer möglichen Bewerbung Berlins, noch einmal die Schrittfolge, ich bitte es einfach irgendwie zu verstehen, ist, dass wir jetzt bis Ende August diese 13 Fragen beantworten müssen. Und dass wir Gegenstand unserer Bewerbung, ich habe beim letzten Mal davon gesprochen, zum Gegenstand unserer Bewerbung auch ganz klar sagen, gegen die Bevölkerung kann das nicht stattfinden, aber dass wir Gegenstand dessen, womit wir werben wollen, Fragen der Nachhaltigkeit sind, der Umweltverträglichkeit. Ich habe in einem Interview Anfang des Jahres mal davon gesprochen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir die Spiele der neuen Bescheidenheit hier in Berlin durchführen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, herzlichen Dank für die Zustimmung und den Applaus, den Sie mir gewähren an dieser Stelle. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir aufgrund der guten Sportinfrastruktur, die, um das vorwegzunehmen, nicht ausreicht, um 1:1 morgen sofort loslegen zu können, aber dass wir natürlich aufgrund unserer Sportinfrastruktur einen gewissen Vorteil haben, was die Entwicklung und Bauten entsprechender olympiafähiger Gebäude betrifft. Das sind Dinge, die wir mit ins Feld führen werden, gar keine Frage. Vielen Dank. Bitte schön, Frau Dr. Heller, wenn Sie eine Nachfrage stellen wollen. Dankeschön. Wir hören, der Senator hat einen Traum. Und trotzdem frage ich, warum erfolgt die Beantwortung des Fragenkatalogs, insbesondere der Fragen 8 und 13, ohne die Meinung des Parlaments und der Bevölkerung eingeholt zu haben? Denn das ist ja bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Herr Senator Enkel. So, relativ einfach, Frau Kollegin, Herr Präsident. Da, wo wir keine Antworten geben können, in dem Sinne, dass wir sie eindeutig beantworten können, werden wir das gegenüber dem DOSB auch kenntlich machen. Ist doch klar.